Blutspenden, das ist heute das Thema und deswegen sind wir hier in der Blutspendezentrale Saarpfalz hier in Saarbrücken. Hier ist auch mein lieber Kollege, der Demi. Demi, du interessierst dich für das Thema Blutspenden. Ja, auf jeden Fall. Hast du schon mal Blut gespendet? Nein, das ist das erste Mal und ich weiß absolut nicht, was mich erwartet. Mal sehen. Genau, darum soll es heute nämlich gehen. Wir wollen erfahren, wie, ja, kann man Blutspender werden? Was passiert im Vorfeld, bevor es zu einer Blutspende kommt? Und ich würde sagen, wir gehen erstmal direkt rein. Hier sind wir hier an der Blutspendezentrale Saarpfalz in Saarbrücken. Demi, gehen wir los. Ja, wenn wir nicht reingehen, werden wir es nicht rauskriegen, ne? Richtig, genau. Das heißt, man kann hier einfach vorbeikommen zur Blutspende, beziehungsweise sich ja, registrieren lassen als Blutspender. Wir sehen ja schon mal die Öffnungszeiten. Montag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 15 Uhr. Dienstag und Mittwoch von 12 bis 18 Uhr. So, Demi, ein großer Schritt für dich. Es geht rein in die Blutspendezentrale. Und dann ist schon passiert, genau. Und wir sehen, hier wird man auch schon ganz freundlich empfangen. Hallo, guten Tag. Hallo. Wenn Sie sich mal kurz vorstellen mögen. Ja, Simone Schuster ist mein Name. Ich bin Assistenzärztin für Transfusionsmedizin und hier auch Spendeärztin in der Blutspendezentrale. Sehr schön. Wir haben hier den Dimitri. Dimitri hat bislang noch nie Blut gespendet. Wir wollen heute wissen, ja, wie kann man denn Blutspender werden? Deswegen sind wir hier. Es ist ganz wichtig, dass der Spendewillige gegessen und getrunken hat, damit der Kreislauf uns nicht wegkracht. Er muss gesund sein, darf im Moment keine Erkältung oder Fieber haben. Und wenn dem so ist und er einen gültigen Personalausweis hat, dann darf er einmal die Fragebögen ausfüllen. Und wenn dann alles okay ist, geht es zum Blutbild. Und wenn dann alles okay ist, zur ärztlichen Untersuchung, dann darf schon gespendet werden. Okay, das sind jetzt einige Dinge. Jetzt fragen wir ihn gleich mal, fühlst du dich denn gesund? Mir geht's super. Sowohl geistlich als auch körperlich. Hast du gegessen und getrunken? Ja. Hast du einen Ausweis dabei? Ja. Was braucht er noch? Das war's schon. Das war's schon, ja. Dann würde ich sagen, hol mal deine Sachen raus, damit wir auch hier direkt mal loslegen können. So, jetzt haben Sie, wir haben es gerade nämlich gesehen, da drüben sind die Fragebögen. Die Fragebögen müssen alleine ausgefüllt werden. Warum? Die müssen alleine ausgefüllt werden, weil der Spender natürlich Verantwortung für das übernimmt, was er ausfüllt. Es geht hier um die Herstellung eines Medizinproduktes, also eines Arzneimittelproduktes. Und da muss schon gewährleistet sein, dass die Fragen wahrheitsgemäß ausgefüllt sind. Wenn jetzt aber Fragen drauf sind, ich weiß nicht, die ich vielleicht nur schwer beantworten kann, kann ich natürlich auch hier nachfragen. Ja, natürlich, natürlich. Gerade spätestens beim ärztlichen Gespräch ist der Raum für Fragen. So, Ausweis ist auch dran, das heißt, alle Unterlagen zusammen, du kannst quasi deine Unterlagen abgeben. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Wir haben einen Raum, nebenan haben wir auch immer Getränke für die Spender, beziehungsweise donnerstags haben wir Brötchen und Kuchen, da dürfen sich die Leute dann auch bedienen und natürlich ist immer eine kleine Süßigkeit da, damit die Leute auch ein bisschen was im Bauch haben vor der Aufregung, gell? Genau. Und auch so was Süßes ist auch ganz gut, so ein bisschen für den Kreislauf genau. Wahrscheinlich. Genau so ist es. Und für die Nerven vor allem, ne? Genau, die Nervennahrung. Demi, brauchst du gerade ein bisschen Nervennahrung vor dem Ergebnis? Nicht wirklich, nein. Also nicht wirklich, nein. Ich komme noch mal kurz zu Ihnen rüber. Ja. So, ich mache mal einen Bogen rum. Das heißt, Sie geben jetzt erstmal die Daten von Demi hier ins System ein? Genau so ist es. Also es ist vor allem auch ganz wichtig, dass der Personalausweis gültig ist, weil der Spender natürlich ja auch Verantwortung dafür übernimmt, was er ausfüllt und auch, dass er gemeldet ist dort, wo er auf dem Personalausweis steht. Sprich, Menschen, die ja keinen festen Wohnsitz haben, dürfen wir natürlich nicht spenden lassen, weil wir die ja auch gar nicht erreichen würden schriftlich, wenn irgendwas wäre. Ne? Weil falls ja auch irgendwas im Labor auffällig sein sollte, müssen wir auch die Menschen erreichen können, um denen das mitteilen zu können. Und wenn wir keinen festen Wohnsitz haben, wird es schwierig. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass der gültige Personalausweis vorliegt. Spenden kann er aber trotzdem direkt heute schon? Ja, das kann, wenn alles in Ordnung ist und das Blutbild in Ordnung war und die ärztliche Untersuchung in Ordnung war, darf er spenden, natürlich. So, da kommt der Bogen. Dann wird einmal zum einen der Fragebogen beklebt, damit wir da auch keine Verwechslungen haben. Ne? Ja, ganz wichtig. Das Demi ist jetzt quasi registriert, aufgenommen. Bitte? Es ist quasi registriert, aufgenommen. Das heißt, man kann jetzt direkt dann die spätere Blutprobe ihm zuordnen. Genau so ist es. Da gibt es Nummern, laufende Nummern im Computer. Und da ist jede Spende praktisch dem Spender zuzuordnen. Ne? Also die Konserve, die hergestellt wird, ist über die Nummer
zu dem Patienten, also zu dem Spender zuzuordnen. Ich gehe mal davon aus, dass das Blut natürlich nicht hier direkt im Empfang entnommen wird. Nee, das geht natürlich nicht. Das müssen wir in der Entnahme unten machen, dort, wo auch die Blutspende dann im Endeffekt abläuft. Da wird jetzt der Spendewillige runtergeschickt, dann kriegt das Blut abgenommen, kleinen Pieks in die Vene. Bei Erstspendern mittlerweile haben wir so ein kapilläres Blutbildmessung für die Dauerspender, also die regelmäßig kommen, machen wir das mittlerweile im Fingerpieks bzw. Ohrpieks. Erstspender allerdings brauchen immer ein ganz normales kleines Blutbild, damit wir auch sehen, ob die Leukozytenwerte, also die Entzündungswerte, dementsprechend okay sind. Wie lange dauert das, bis die Auswertungen da sind? 5 Minuten. 5 Minuten? Ja. Super, dann bin ich ja mal gespannt. Das heißt, wir gehen jetzt mit Demi runter und ja, schauen, ob er denn Blutspender werden darf. Genau, so sieht's aus. Das heißt, jetzt sind wir hier in der, ja, wie nennt man es sich denn? Genau, die Entnahme. Entnahmeraum nennt man. Ja, das ist die Entnahme, genau so ist es. Ich will mal in die andere Richtung, weil natürlich sind hier noch ein paar mehr Menschen. So, das heißt, hier darf er gleich mal Platz nehmen. Richtig, so ist es, genau. Dann werden wir hier das Blutbild messen, Blutdruck, Temperatur und Puls. Ja? Und wenn das alles abgenommen wurde, dann kommt er wieder hoch. Demi, ich würde sagen, du darfst jetzt Platz nehmen. Beginnen wir unseren Selbstversuch. Genau. So, Demi, jetzt frage ich dich nochmal, bist du aufgeregt? Die Stühle sind bequem. Die Stühle sind bequem, das ist schon mal ganz wichtig. Das ist schon mal ganz wichtig, ja. Okay. Ja, ist natürlich auch wichtig, genau, wahrscheinlich dann eben das Wohlbefinden, dass man eben... Vor allem ganz wichtig, dass wir die Stühle schnell in so eine Schocklage bringen können, falls der Spender vom Kreislauf ja nicht so fit ist. Ne? Das ist wichtig. Das natürlich, muss man einfach sagen, das ist natürlich ein Anführungsstrichen Risiko, was passieren kann, weil jeder reagiert ja anders auf so eine Blutentnahme. Genau so ist es. Also es gibt bei der Blutspende wirklich nur 2 Nebenwirkungen, was wirklich sehr wenig ist. Aber die häufige Nebenwirkung ist einfach, dass der Kreislauf nicht mitspielt. Ne? Demi, du bist tapfer. Der Kreislauf bleibt stabil, ja? Versprochen? Okay, gut, dann geht's gut. Jetzt los. Genau, nochmal zur Erklärung, das ist natürlich noch lange nicht die Blutspende. Wir sind hier noch immer komplett bei der Voruntersuchung, eben um herauszufinden, kann Demi Spender werden, ja oder nein. Genau. So, das heißt, hier haben wir auch schon wieder, wie gerade eben oben schon gesehen, ja, den Bogen mit Röhrchen und jetzt kriegt er wird nicht nur gepiekst ein bisschen. Er wird ein bisschen gepiekst und er kriegt Blutdruck gemessen und Temperatur gemessen. Wir müssen immer schauen, dass die Blutdrücke in gewissen Normwerten sind und auch die Temperatur darf kein Fieber vorliegen. Das darf nicht sein. Und deswegen kontrollieren wir das jedes Mal. 36,9. So, der Wert ist okay? Ja, das ist kein Fieber. Na, das was hat er? Er hat 36,9. 36,9. Wir haben einen Richtwert bis 37,4 darf ein Spender spenden. Ja. Und auch hier, ja, modernste Technik hat man gesehen. Einmal ganz kurz nur ans Ohr. Ja, sie waren noch fast noch gar nicht richtig dran. Schon hat das Gerät hier das Ergebnis angezeigt. Genau. Wo kriegen Sie denn normalerweise mal gern Blut abgenommen? Rechts. Rechts. Möchten Sie dann rechts spenden? Wir machen links die Kontrolle oder wir möchten Sie es gerne machen? Dann testen wir links und spenden rechts. Warum ist das wichtig, ob rechts oder links? Also es ist, die Spender haben ja verschiedene Venen. Ne? Man hat ja nicht an beiden Armen gleiche Venen. Und die wissen dann auch meistens schon, wo es besonders gut läuft und wo nicht. Die haben dann einen Spenderarm und einen Entnahmearm. Und ich frage gern bei Erstspendern dann, wo es besser, also wo, wenn sie in der Regel Blut abgenommen kriegen, wo das passiert. Und dann nehmen wir den Arm, wo es gut läuft, als Spenderarm und den anderen Arm als Kontrollarm sozusagen. Muss ich trotzdem da fragen, kann Spender und Probearm, nenne ich es mal, nicht eine dasselbe sein? Nee, weil man kann ja nicht zweimal in die gleiche Vene pieksen, das geht ja nicht. Deswegen müssen wir das einmal auf der einen Seite und das andere auf der anderen Seite machen. Was natürlich dann auch bei Dauerspendern entfällt, wegen diesem Fingerpieks, den wir jetzt mittlerweile haben. Also der Dauerspender bei uns wird nur noch einmal gepiekst für die Blutspende selbst. Okay, so, du bekommst natürlich jetzt hier Piekser rechts und links. Das heißt, ich bleibe am besten mal auf der Seite, weil ja, auch ich darf mir dieses Spektakel jetzt hier mit anschauen und natürlich auch alle Zuschauer. So, dann wird zuerst eine Manschette angelegt. Die liegt übrigens nachher bei der Blutspende auch komplett die ganze Zeit drum. Da wird auch so ein bisschen Druck drauf gemacht bei der Blutspende an sich. Ja. Desinfiziert.
Also der Spender wird natürlich darüber informiert, dass es jetzt kalt und nass wird. Dann wird es erstmal desinfiziert, die Einstichstelle. Und im Moment habe ich auch ja noch gar nicht aufgepumpt, sprich es ist im Moment noch gar nicht gestaut. Ich warte gerade erstmal drauf, dass die Einstichstelle halt abtrocknet und somit die Desinfektion erfolgt ist. So, dann haben wir hier mal so Bällchen, die kriegt dann nachher bei der Blutspende auch in die Hand gedrückt. Die alleine Erziehung. So, und ich pumpe jetzt hier hin. Blutdruckmanschette auf, dass ein bisschen Druck drauf kommt, dass ich die Blutentnahme ein bisschen besser machen kann. So, das heißt, wir sind jetzt soweit, jetzt kann quasi die Probeentnahme stattfinden. Genau. Einmal bitte nochmal pumpen und dann die Faust lassen. Gut. Und, festzulassen? Ja, jetzt piept's. So, und Sie dürfen die Faust nochmal aufmachen. Das ist ein bisschen gespritzt. Ich merke nichts. Dem hier alles gut? Nein, ich merke absolut nichts. Das ist unglaublich. Also jeder sagt immer beim Blutspenden, die haben Angst vom Pieks, ja? Das war nichts. Ist das derselbe Pieks, der dann später Nadel ist ein bisschen dicker. Ein bisschen dicker. Aber vom Pieks her an sich kommt auch immer drauf an, wer sticht. Also Sie haben das in dem Fall hervorragend gemacht. Vielen Dank, Dankeschön. Ja, die Probe ist entnommen. Wie geht's jetzt weiter? Genau, die Probe wird jetzt ausgemessen, also geguckt. Die Blutwerte werden ausgewertet und das machen wir direkt hier in der Entnahme. Hier, also direkt hier im Raum direkt. Das heißt, der zukünftige potenzielle Blutspender kann hier jetzt noch ein bisschen sich ausruhen, entspannen. Genau. Und ganz wichtig, dass er noch drauf drückt auf die Einstichstelle. Genau, und das macht er ja auch. Ja, fleißig. Genau. Super. Ja, dann gehen wir rüber direkt zur Auswertung. Ja. So, dann wird das Blut hier direkt, das kleine Blutbild direkt hier an diesem Sysmex ausgemessen. Na? Dazu geben wir natürlich erst die Spender-ID an. Das wird hier eingescannt. Das heißt, jetzt sind direkt die Daten, die vorhin aufgenommen wurden, sind jetzt direkt hier, können jetzt wieder direkt dem Blutspender zugeordnet werden. Die Nummer der Spende, genau, die heute jetzt noch erfolgen wird, wird direkt dem Spender zugeordnet. Genau. Ah, okay, das heißt, verstehe. Das heißt, was später entnommen wird, hat man gleich Name, Alter, Adresse und alles dazu. Genau so ist es, ja. Super, perfekt. Das geht ja wirklich rasend schnell alles. So, jetzt werden wir das Blutröhrchen hier. Startet die Messung. Also sie zieht sich das Blut so rein und gleichzeitig wird es draußen noch desinfiziert, durchgewaschen und dann beginnt die Messung. Genau, Sie haben es vorher schon gesagt, das geht ruckzuck, knappe 5 Minuten. Ich komme mal kurz auf die andere Seite, vielleicht sehen wir hier was. Was sind das jetzt für Daten, die wir sehen können? Ja, das sind die ganzen Werte, die wir bestimmen bei einem kleinen Blutbild. Das sind ganz oben die weißen Blutkörperchen, die für Entzündungen verantwortlich sind. Dann kommen auch schon die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen. Unten drunter der Hämoglobinwert, wo ich eben schon gesagt habe, der bei Männern 13,5 und bei Frauen 12,5 sein müssen. Und ja, wir sehen, dass der Herr Dimitri... Ach, da kommen schon die Ergebnisse? Ja, ganz tolle Werte hat. Ja? Wow. Richtig gut. Ja, hat einen ganz tollen Hämoglobinwert. Thrombozyten sind toll. Wäre auch ein guter Thrombozytenspender. Und die Leukozyten sind auch normwertig. Also sprich, es liegt keine Entzündung vor und er kann mit diesen Werten optimal spenden. Okay, ich glaube, das sagen wir jetzt. Wobei, das Gespräch findet natürlich jetzt nicht mehr hier drin statt. Nein, natürlich nicht. Da gehen wir ins Arztzimmer, dass wir unter 4 Augen sind. Genau, um alles durchzusprechen. Das heißt, ich sage ihm kurz Bescheid und dann treffen wir uns oben im Arztzimmer wieder. Ja, super. Bis gleich. So, wir sind jetzt alle im Arztteam angekommen. Demi sitzt schon da und wartet jetzt auf seine Ergebnisse. Ja, jetzt kommt die große Verkündung. Ja, es war alles ganz toll von den Werten her. Also Sie können problemlos von den Werten her spenden, das ist wirklich gut. Jetzt müssen wir noch einmal zusammen den Fragebogen durchgehen und ich kläre Sie noch auf über die Risiken und Nebenwirkungen der Blutspende und wie das allgemein bei uns hier abläuft. Und wenn dann alles okay ist, der Fragebogen okay war und Sie gesund sind nach der ärztlichen Untersuchung, dürfen Sie direkt spenden. So, der Fragebogen ist durch. Sie sind zufrieden? Ich bin zufrieden. Von mir aus kann der Spender spenden, wenn jetzt bei der ärztlichen, körperlichen Untersuchung alles in Ordnung ist. Ach, das kommt jetzt auch noch? Ja, das kommt jetzt auch noch. Oh, Demi, warst du dir dessen bewusst, dass du jetzt auch noch hier ärztlich untersucht wirst, bevor es losgehen kann? Nein, aber ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Okay, aber ich denke mal, das ist jetzt hier ein einfacher, schneller Check. Passiert überhaupt nichts Dramatisches. Ich schaue mir einmal die Schleimhäute an, gucke nach der Pupillenreaktion, schaue nach Lymphknotenschwellung, höre auf Herz und Lunge,
einmal kurz auf den Bauch, klopft Nierenlage ab und das war's auch schon. Demi wurde gerade gewogen. War das Ergebnis okay? Ja, das ist in Ordnung. Er wiegt 56 Kilo und es ist ganz, ganz wichtig, dass die Spender über 50 Kilo wiegen. Das hat was mit dem Blutvolumen zu tun. Und zwar wird das Blutvolumen halt über Körpergewicht, Größe und Geschlecht berechnet. Und wenn jemand unter 50 Kilo wiegt, ist einfach zu wenig Volumen da, Blutvolumen. Da können wir da nicht noch einen halben Liter rausholen. Das wäre einfach zu gefährlich. Ja, dann das geht nicht. Das geht einfach nicht. Sind Sie denn zufrieden mit unserem Demi? Ja, mehr als zufrieden. Ist alles okay, er darf problemlos spenden. Ach, lohnt sich das morgendliche Laufen. Er darf problemlos spenden, das heißt, es kann quasi jetzt direkt weitergehen. Es kann direkt weitergehen, direkt runter in die Entnahme zur Spende. Wenn unsere Zuschauer sich jetzt auch dafür interessieren, Blutspender zu werden, können Sie vielleicht noch ganz kurz sagen, wie Sie das am besten machen können? Ja, also dann kommen Sie zu uns in die Blutspendezentrale Saarpfalz, entweder Saarbrücken auf dem Winterberg oder im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern. Da haben wir auch eine Filiale, also eine Zweigstelle sozusagen. Bitte bei der ersten Spende ein bisschen Zeit mitbringen, weil das schon ein bisschen zeitintensiver ist als bei Dauerspendern. Eine Stunde mindestens. Ich würde auch mindestens eine halbe Stunde vor Schließungszeiten kommen, sprich montags, donnerstags und freitags von 8 bis 15 Uhr und dienstags und mittwochs von 12 bis 18 Uhr. Genau, die ganzen Informationen sind jetzt auch hier nochmal unten eingeblendet, wo man sich dann nochmal über die Homepage informieren kann, die Uhrzeiten, die Öffnungszeiten. Ja, Demi, bei der Blutspende selber bin ich jetzt nicht dabei. Ich hoffe, du fällst nicht um. Nein, du schaffst das auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher. Und wenn, wissen wir ja, du bist in den besten Händen. Ich danke Ihnen nochmal, Demi, auch dir, vielen lieben Dank und ich freue mich schon auf das nächste Mal.